Will ich ja so Selbstfindung, will ich schon machen, aber unter Anleitung. Und da, wo ich immer meine Drogen kaufe, da ist das Kulturzentrum Nord. Also wenn mein Dealer noch nicht zu Hause ist, dann gehe ich ab und zu, wenn so schlendern durchs Kulturzentrum Nord. Und da ist ja so ein, und da ist ja so ein schwarzes Brett und da hängen dann immer so Zettel, so handgemalt mit Buntstiften, ne, so unten die Telefonnummern zum Abreißen, also die volle Ökonummern. Und da schreiben sie immer so Selbstfindungsgruppen, schreiben da immer hin. Und da habe ich mir gedacht, da fahre ich hin. Ne? Da schaue ich mir mal an, was die da so anbieten. Ja, dann bin ich da hingefahren, denke mir, das ist super, habe ich so gelesen und da war dann wieder, ach schön, mit so Efeu-Ranken außenrum. Die Natur erleben, Selbstfindungsgruppe, mein Freund, der Baum. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist doch geil, wegen Natur und so. Dann habe ich da abgerissen, ne, Telefonnummer, habe ich angerufen, sage ich, wie läuft denn das? Dann hat der Typ gesagt, ja, wir treffen uns Samstag in der Fränkischen Schweiz auf dem Parkplatz so und so und dann gehen wir zusammen die Natur erleben. Da habe ich gesagt, das ist in Ordnung, alles klar. Ne. Da bin ich da mit der Priscilla in der Limo, bin ich dann ausgepretscht, ne. Schön, Samstagmittag. Fahr da hin, aber so ein Parkplatz und Kies und Schotter, ne, und da waren schon lauter so Fiat-Panda-Fahrer rumgestanden. Ne. Ich bin dann erst einmal da rein in den Parkplatz, schön, ein Powerslide mit Handbremse, dass der nicht gleich einmal ein paar Steine um die Ohren gehauen hat. Ne. Ja, dass die gleich einmal gewusst haben, wer da kommt. Ne. Da bin ich da ausgestiegen und da war dann schon so die Lichtgestalt der Botanik. Ne. Also, weißt du, die sind ja alle gleich. Ne. Und dann spricht er mich an, hallo, schön, dass Sie da sind. Habe erst einmal geschaut, ob der noch Bodenkontakt hatte. Das ist ein totaler Film, weißt du? Ich denke mal, Alter, was willst du? Ich bin der Messias, Alter. Weißt du? Und dann sagt er, schön, dass du da bist und la la la. Dann habe ich gesagt, wie läuft denn das jetzt? Ja, wir gehen jetzt dann alle zusammen in den Wald. Dann habe ich gesagt, Alter, du hast ja nicht einmal einen Grill dabei. Dann sagt er, darum geht es auch nicht. Wir wollen die Natur erleben. Dann sage ich, ist in Ordnung. Dann bin ich den Hippies da hinterher getackelt, ey. Dann laufen wir da in den Wald rein. Und dann sagt er, es sucht sich jetzt jeder einen Baum, mit dem er Freund wird. Ey, da waren da lauter so krumme Kribbelfichten rumgestanden, ey. Ich denke mal, was ist denn jetzt los? Die Hippies haben sich da alle an einem Baum hingehängt und dann, wir sollen die Energie der Natur spüren. Die waren alle an den Bäumen gehängt. Ich denke mal, Alter, wo bin ich jetzt gelandet, ey? Ich wollte den Typen schon fragen, ob er Fremdzeug nur was hatte. Also, und ich habe dann ewig gebraucht, bis ich endlich einen adäquaten Baum gefunden habe. Das war ja der Wahnsinn. Ich bin da ewig rumtichert. Unglaublich, verstehst du? Und irgendwann denke ich mir, naja, der könnte schon passen. Dann habe ich endlich dann da einen Baum gefunden, der passt hatte. Ich war ein wenig so an dem Baum gestanden und schön, wegen meiner Geschlechtszeit dran gekriegt und so. Da habe ich mir gedacht, ein bisschen was von einer Handcreme hätte ich auch schreiben können, dass man da was mitnimmt. Ne? War schon ein wenig spröde die Angelegenheit. Und habe ich, ja, aber irgendwie dann so nach 10 Minuten habe ich mir gedacht, ich habe dann schon angefangen, da irgendwo Astloch zu suchen. Ne? Also, und war dann nichts. Und ich war da gestanden und irgendwann habe ich dann schiffen müssen. Ne? Und dann bin ich halt auch ein paar Bäume weitergegangen, da war dann wieder so ein komisches Ding da gestanden, habe mich da hingestellt, habe da hingebrunzt. Ne? Plötzlich kommt da die Lichtgestalt der Botanik von hinten, um Gottes Willen, hat er gesagt. Was machen Sie denn hier? Dann habe ich gesagt, ich brunst da hin. Dann sagt er, das können Sie doch nicht machen, das ist doch Ihr Freund. Dann habe ich gesagt, na. Dann habe ich gesagt, mein Freund steht da drüben, das ist ein Arschloch. Ja, dann bin ich wieder abgehauen. Ich habe mir gedacht, Alter, was ist das für wirres Zeug da, so ein Quatsch, ey. Dann bin ich wieder ins Kulturzentrum Nord gefahren, habe ich am schwarzen Brett habe ich dann geschaut, was ist noch so im Angebot und dann habe ich dann was gefunden, das war super. Bin ich sofort angesprungen. Römisch-katholisches Töpfern für alle Gesellschaftsschichten. Körper und Geist befreien durch Farbe und Form. Habe ich mir gedacht, jawohl. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einmal an und bin dann dahin, habe mich da angemeldet. Römisch-katholisches Töpfern für alle Gesellschaftsschichten. Da habe ich mir gedacht, super. Und dann war da so ein Gemeindezentrum, bin in den Keller runter, war da wie so ein Klassenzimmer mit so Werkbänken und habe mich da reingesetzt. Und dann habe ich die anderen Leute so angeschaut, denke ich mir, Alter, hey, Wahnsinn, Panoptikum, ne? Alles klar, dann sitze ich da drin und dann kommt schon die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, kommt so reingeschwebt. Dann habe ich mir gedacht, Alter, du warst doch vorhin nur im Wald. Die schauen alle gleich aus, es ist alles. Und
Dann macht er das Maul auf und sagt, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Das ist ja alles klar, ne? Und dann hat Gott sei Dank der Erste gefragt, was jetzt da los ist. Und hat er gesagt, ja, es bekommt jetzt jeder von uns ein Stück Ton, das ist wie die Mutter Erde. Und dann hat er gesagt, und dann hat irgendeiner gesagt, ja, und was sollen wir da machen? Und dann hat er gesagt, wir sollen den Heiligen Geist in uns aufnehmen. Und der Heilige Geist wird uns dann sagen, was wir gestalten sollen. Und dann fangen die alle an wie die Verrückten mit diesem Ton. Und ich war dort und guckte, ey. Hab ein bisschen so in meinem Ton so rumgewühlt. Und hab mir gedacht, wann kommt denn? Nur das kann ja nicht wahr sein, bei den anderen war er schon überall. Da hab ich mir gedacht, kann der mich nicht leiden, der Heilige Geist, oder was ist denn los? Naja, und dann habe ich da ein bisschen so in meinem Ton so rumgespielt und ich habe mir gedacht, scheiße, hey, was soll ich denn machen? Da habe ich ein bisschen so mich umgeschaut, was da für Leute da sind und dann schaue ich da so links neben mir sitzt eine total geile Saune. Boah, Alter. Und dann ist meine Fantasie mit mir durchgegangen, ey, und die hat da, ey, die hat diesen Ton bearbeitet, ne? Oh. Alter, die war da gesessen, ey, und es war echter Traum. Und dann hat's der den feuchten Ton so durch die Finger durchgequetscht, ey. Und ich schau da hin, ey, und mir schaut aus dem Mundwinkel der Gafe in meinen Ton rein. Und ich denk mir, ich hab mir gedacht, Alter, wie geil, ne? Der Wahnsinn, ey, da ist irgendwie meine Fantasie total mit mir durchgebrannt. Ich habe dann irgendwann, hab mir gedacht, das gibt's ja, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich so geschaut, ey, und dann schaue ich da hin und denke mir, das gibt's ja nicht, ey. Und dann denke ich mir, was ist ja Wahnsinn? Das war der Wahnsinn, verstehst du? Leck mich am Arsch, ey. Ist die da schwerstens am Töpfern, verstehst du? Und ihr. Und irgendwann sagt die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, sagt plötzlich, so, es sind jetzt 5 Stunden vorbei, wir kommen zu einem Ende und ich, in der Zwischenzeit ist mir schon aus dem zweiten Mundwinkel der Gaffer dann eingelaufen mit meinem Ton, und alle denken mir, Alter, Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, ja, er geht jetzt dann durch die Reihen, er fängt hinten an und da stellt sich jeder mit Namen vor und sagt dann, was er gestaltet hat. Und dann geht er dahinter und ich habe dann halt so geschaut, und dann geht er dahinter, da war eine geguckt, Alter, die hat eine Brille aufgehabt, da hast du gemeint, die hat sie die Böden von 2 Cola-Flaschen dahin. Also, und es war aber nicht einmal, es war nicht einmal Fasching, weißt du, und die sitzt dann da und dann sagt er, hallo, wer bist denn du? Und dann sagt sie, ich bin die Myrte. Und dann ist mir das so rausgerutscht, dann habe ich gesagt, die Myrte, Alter! Dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Name? Dann habe ich gesagt, ey, das ist ja Wahnsinn! Dann habe ich gesagt, hast du beim Scrabble verloren oder was? Ja, Wahnsinn! Und dann sagt die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, sagt dann, bitte halten Sie sich zurück. Habe ich gesagt, Entschuldigung, habe ich gesagt, ey. Ich bin ein Mensch. Und dann sagt er zu ihr, was hast du denn Schönes gestaltet? Und dann sagt sie, das ist der Friedenstanz. Und dann habe ich gesagt, ey, Mann, ey. Habe ich gesagt, die Scheiße kannst du jetzt schon am Recyclinghof fahren. Da habe ich gesagt, das ist ja der totale Staubfänger. Und dann sagt er, die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, sagt dann, bitte halten Sie sich jetzt zurück. Und dann sagt er, Entschuldigung, ey. Da habe ich gesagt, aber es ist ja echt der Wahnsinn hier. Und dann geht er da weiter, dann sagt er zum Nächsten, sagt er, hallo, und wer bist du denn? Und dann sagt er, ich bin der Torben. Dann habe ich gesagt, ey, Torben. Dann habe ich gesagt, hast du mit dem Mörder Scrabble gespielt oder was? Ja, Wahnsinn! Und dann sagt da die Lichtgestalt zu dem, ja Torben, was hast du denn Schönes getöpfert? Dann sagt er, das sind 2 Pferde.
Ja, dann habe ich gesagt, zwei Pferde. Dann habe ich gesagt, Torben, du bist ja drauf, Alter. Dann habe ich gesagt, ich habe gedacht, es sind zwei französische Bulldoggen, die vor einer Omnibusgrenze nehmen. Und dann geht er weiter zum nächsten Händler. Und der war eigentlich ganz okay, der Typ, verstehst du? Und dann sagt er, hallo, und wer bist du denn? Dann sagt er, ich bin der Rüdiger, servus. Und dann sagt er, jawohl. Und dann sagt er, die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst. Ja, Rüdiger, was hast du denn Schönes getöpfert? Und dann zeigt der Rüdiger da, was er gemacht hat. Und dann sagt er, die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst. Ja, was soll das denn sein? Und dann sagt der Rüdiger, das ist Gott. Und dann sagt er, die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst. Und sagt er, Rüdiger, ich bitte dich, so sieht doch Gott nicht aus. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter! Habe ich gesagt, jetzt was du wissen, wie Gott ausschaut, oder was? Habe ich gesagt, reiß dir mal ein wenig zusammen, habe ich gesagt. In Rüdiger sagt Gott ist super, lass einmal in Rüdiger in Frieden. Jawohl! Gibt's ja nicht, oder? Ey, und dann geht er da weiter, ey. Boah. Und dann kommt er da vor zu der geilen Saune, ey. Und ich. Also ich war schon wieder dort und guck, denk mal, Alter. Und dann sagt er zu ihr, hallo? Und wer bist du denn? Und dann sagt sie, hallo? Ich bin die Brigitte. Alter, da war zwei eng unter so einer Werkbank, ne? Ey, mir ist schon der Gaffer da reingelaufen wieder, weil der jemand dann kommt, denkt mir, Brischit, Alter. Und dann sagt er, ja, Brischit, was hast du denn Schönes gestaltet? Und dann sagt sie, das ist der Pfahl der Liebe. Der Wahnsinn! Boah. Und dann geht er dann über zum Fenster, da war dann auch noch so ein Typ gesessen, ey, aber so ein ganz seltsamer Typ. Ey, hat, aber die Kids haben das jetzt auch und manche Fußballer so deutsche Haarschnitte, ne? Weißt du, was ich? Wo du denkst, das geht wieder los. Weißt du, so nauf rasiert und dann da so ein Scheitel neigeschweißt. Wo die Kinder, wenn du rumrennst, denkst du, Alter, die haben doch alle eine HJ-Uniform im Schrank hängen. Das ist ja übelst, ne? Und so ein Typ war da gesessen. So, da sitzt da so ein Typ und dann sagt da die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, hallo, und wer bist du denn? Und dann sagt er, hallo, ich bin der Hermann. Da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt kein Zufall sein, oder? Und dann sagt er, ja, Hermann, hallo, was hast du denn Schönes getöpfert? Und der war so blöd am Fenster gesessen, der war so Schatten wegen dem Fensterbrett und die Sonne ist so da. Und dann hat er gesagt, schieb das doch etwas ins rechte Licht. Und dann schiebt er das darüber. Und dann sagt die Lichtgestalt der römisch-katholischen Töpferkunst, ach, schön, eine Büste. Dann habe ich gesagt, ey, packt sie jetzt alle nur, oder was? Habe ich gesagt, was läuft denn jetzt hier ab, ey? Zu Ihnen komme ich jetzt gleich, habe ich gesagt, na komm da rüber, ey. Und dann habe ich gesagt, wer sind Sie denn? Habe ich gesagt, ich bin der Bembers, Alter. Und dann hat er gesagt, was haben Sie denn hier gestaltet? Und dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, das ist Scheiße. Habe ich gesagt, das ist aber nicht so eine große Scheiße wie die Scheiße vom Hermann. Habe ich gesagt, das ist die allergrößte Scheiße. Habe ich gesagt, mir reicht's jetzt hier. Dann habe ich gesagt, Rüdiger, Brigitte, wie finden ihr die Kacke da? Das ist ja Wahnsinn. Dann haben die gesagt, ja, uns kommt das jetzt auch komisch vor. Spanisch. Dann habe ich gesagt, na, das ist weit entfernt von Spanisch. Dann habe ich gesagt, das ist Deutsch, Deutscher geht's nicht.
Hab ich gesagt, so deutsch will ich keine Sau sein. Hab ich gesagt, mir reiß, ey, gehen wir oder was? Dann haben die gesagt, ja, wäre uns auch lieber. Und dann bin ich da gegangen. Und beim Nausgehen, ich habe ja meine Scheiße liegen lassen, ey. Und beim Nausgehen habe ich mir gedacht, ey, da gibt's dem Adolf noch eine Mitte. Naja, ist doch wahr, ey.